Die Schülerinnen und Schüler in Deutschland informieren sich zunehmend über Kanäle, die sich dem Einfluss der Antidemokraten entziehen, und sie gelangen zu Schlüssen weit jenseits des erlaubten Meinungskorridors. Um dem entgegenzuwirken, planen einige Bundesländer die Nutzung einer Desinformationsbroschüre, die natürlich nicht diesen Namen trägt, ihn aber definitiv verdient hätte. Das SWR Newszone, das Ding.de berichtet. Sie sollen Schulen mit Mythen über die Staatsgründung Israels aufräumen. Die Kritik? Sie verfälscht die Geschichte. Zusammengestellt wurde die Broschüre von dem Verein Masiot. Sie wurde gefördert von der Berliner Landeszentrale für politische Bildung. Die Broschüre soll in Neuköllner Schulen eingesetzt werden. Dafür haben sich CDU und SPD in der Bezirksverordnetenversammlung BVV stark gemacht. Das Problem ist nur, die Behauptungen darin sind nicht belegt. Sie sind zu einem großen Teil sogar widerlegt. Die Linke hat die Mythen in der Sitzung aufgegriffen. Zum Beispiel: Militärische Angriffe auf die palästinensische Bevölkerung und ihre Dörfer vor der israelischen Staatsgründung werden zeitlich verzerrt und als Selbstverteidigung dargestellt. Ähnlich argumentierten die deutschen Faschisten, um ihren Einmarsch in Polen zu legitimieren, und die US-Amerikaner in Bezug auf den Vietnamkrieg. Stichpunkt Tonkin-Zwischenfall. Es wird behauptet, dass die palästinensischen Gebiete legal gekauft worden seien und nicht illegal besiedelt wurden. Nur 6% des palästinensischen Landes wurden jedoch gekauft. Die völkerrechtswidrige Besetzung der restlichen Gebiete ist international anerkannt. Israel wird als antirassistisch und antikolonial und antifaschistisch dargestellt. Die Regierung ist jedoch offen rechtsextrem eingestellt und verfolgt das Ziel, das Westjordanland und Gaza vollständig zu besiedeln. Menschenrechtsorganisationen sprechen von Apartheid. Die Nakba wird verharmlost. Israel hätte 1948 nicht 750.000 Palästinenser vertrieben und enteignet. Es wird behauptet, die Nakba sei eine Kampagne der Araber. Im Protokoll ist vermerkt, dass einer der Autoren der Broschüre am 7. Oktober 2023 selbst erklärt habe, dass Israel die Rückkehr der Palästinenser verhindert und das Land illegal besiedelt hat. In der Broschüre wird die Definition von Antisemitismus von der International Holocaust Remembrance Alliance IHRA übernommen. Sie verhindert Kritik an Israel und wird von über 400 Wissenschaftlern und Experten zu Antisemitismus abgelehnt. Die BVV hat beschlossen, sich für die Nutzung der Broschüre einzusetzen, inklusive der Definition von Antisemitismus von der IHRA. Aber die Bezirksverordnetenversammlung darf keinen Einfluss auf den Schulunterricht nehmen. Laut dem Sitzungsprotokoll möchte die BVV jedoch, Zitat, Aufklärung betreiben und das Bezirksamt bei solchen Entscheidungen unterstützen, Zitat Ende. Was die BVV dort Aufklärung nennt, ist nichts anderes als Desinformation und Propaganda. Die CDU hat auf Nachfrage von Newszone außerdem die Kritik der Linksfraktion zurückgewiesen. Sie sehen die Broschüre als eine Möglichkeit, Gerüchte und Mythen rund um die Gründung Israels zu entemotionalisieren und besser einzuordnen. Diese Aussage kann kaum verwundern nach März Ausflug in Netanjahus Rektum und den Forderungen und Handlungen der CDU dahingehend, dass einbürgerungswillige Menschen sich vorher zum Existenzrecht Israels bekennen sollen. Es sei aber den Lehrkräften überlassen, ob sie die Broschüre nutzen. Na, da kann man ja nur hoffen, dass sie diesen Schund nicht an die Schüler herantragen oder aber, dass ihnen die Reaktion der Schüler um die Ohren fliegt.